Auf geht's zum nächsten Kapitel. Ich will doch nur reden, Kerl. Warum? Weil er das gesagt hat? Es geht nicht immer nur um ihn. Rede mit mir. Wir sind als Kinder oft bei denselben Rennen angetreten und natürlich lief es für einen von uns immer besser. Und dann, auf dem Heimweg, war der eine natürlich glücklich und der andere war am Boden zerstört. Es gab nichts dazwischen. Es war wirklich unmöglich, dass wir beide zur gleichen Zeit glücklich waren. Und es ist irgendwie immer noch genau gleich. Ach komm, es ist mein Job, mit allen zu sprechen, Kelly. Ja, und wer hat dir den Job gegeben? Warum bist du so? Du bist ja nicht mal auf mich sauer. Tja, vielleicht ja doch. Wirklich? Ernsthaft? Wir waren Kinder, Kelly. Du hast mich im Stich gelassen. Komm schon, was hätte ich sagen sollen? Oh, vielen Dank, Dad, dass du immer so in meine Karriere investierst. Aber ich muss leider ablehnen, damit wir Kellys Gefühle nicht verletzen? Natürlich nicht. Was dann? Er musste sich nicht entscheiden, Devon. Er hatte wirklich genug Geld, um uns beide zu unterstützen. Ich wollte doch nur, dass du mir hilfst. Er hat nie auf mich gehört. Immer nur auf dich. Wir waren jung. Ja. Aber jetzt sind wir erwachsen. Ja. Tja. Falls es dich tröstet, ich bin kein großer Konkurrent mehr. Das warst du nie. Tut mir leid, Kelly. Alles. Du warst immer schneller als ich. So, da hast du's. Netter Versuch. Es stimmt. Haben Sie das ernst gemeint? Natürlich nicht. Schneller als ich. Nein, 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 nein. Das war sie nie. Das hätte sie gern. Nein. Aber in einer Sache hatte mein Vater immer recht. Und zwar, dass manchmal die Leute hören sollen, was sie hören wollen. Nicht wahr? Oh Mann. Dieser Typ. Dieser Typ einfach. Da fehlen mir die Worte. Da fehlen mir die Worte. Okay. Nächstes Kapitel. Der Grand Prix von Brasilien, ein Monat später. An den letzten Rennwochenenden konnte Konnersport die nötige Beständigkeit unter Beweis stellen. Zum vorletzten Rennen der Saison geht es nach Brasilien. So, Nachrichten. Kriegen wir einen Anruf? Ja, natürlich. Wie immer. Mom! Kelly! Ich lese immer mehr über diese Finanzierungsprobleme. Es ist erst dann ein Problem, wenn wir nicht den 5. Platz erreichen. Was hältst du davon? Das kann er doch nicht ernst meinen, oder? Es waren doch erst 2 Saisons und Konnersport ist bestimmt nicht das schlechteste Team. Du kannst wirklich gut mit Worten umgehen, Mom. Nicht das schlechteste. Was sagt dein Vater dazu? Keine Ahnung. Du hast noch nicht mit ihm gesprochen? Das kannst du bestimmt nachvollziehen. Ja, aber ich muss auch nicht mit ihm arbeiten. Du musst ihn nicht mögen, aber du solltest wirklich mit ihm reden. Du klingst wie Devon. Vielleicht hat Devon ja recht. Ja, danke, Mom. Ich muss jetzt los. Ich hab dich lieb. Tschüss. Tschüss. Okay, also, nächste Nachrichten. Zieht Butler Global die Finanzierung zurück? Wie sieht es in den Kassen von Konnersport aus? 2 Rennen vor dem Ende der Saison tauchen die bekannten Probleme bei Konnersport erneut auf. Es ist keine Frage der Leistung, das Team liegt im Mittelfeld und wird die Saison sicher dort beenden, sondern eine Frage des Geldes. Wie viel hat dieser Erfolg sie gekostet? Ist das Team profitabel? Wird Butler Global das Team weiterhin finanzieren, nachdem Gerüchte laut wurden, dass sie sich zurückziehen könnten? Und wenn Butler Global ausfällt, wer springt dann ein? Andrea Connors Traum vom Besitz eines konkurrenzfähigen F1-Rennstalls könnte schon in wenigen Wochen zerplatzen. Jackson und Mayer. Was kommt als nächstes für die Konnersport-FahrerInnen? Die beiden Konnersport-FahrerInnen stellen die F1-Welt vor ein ziemliches Rätsel. Vor nicht allzu langer Zeit schien Jackson in seinem aktuellen Team unglücklich zu sein und deutete einen möglichen Wechsel zu einem anderen Team an. Aber war seine Leistung gut genug, um ein anderes Team zu überzeugen? Es ist auch unklar, inwieweit sich sein jüngster Höhenflug auf die Situation ausgewirkt hat. In der F1 ändern sich die Dinge schnell. Und vielleicht ist Jackson bei Konnersport jetzt zufrieden. Kelly Mayer hingegen wird wohl bei dem Team bleiben, das ihr Vater finanziert.
Doch was passiert, wenn Connor Sport wie von einigen vorhergesagt Insolvenz anmelden muss? Viele Teams haben bereits deutlich gemacht, dass sie mit ihrer Aufstellung für die nächste Saison zufrieden sind, was die beiden FahrerInnen vor Probleme stellen könnte. Trackside Chats. Ackermann über die anonyme Quelle. Nach der ganzen Aufregung um die anonyme Quelle, die sich zu Connor Sport geäußert hat, stellten wir uns alle die gleiche Frage. War es wahr? Daher war ich sehr erfreut, als Ackermann sich bereit erklärte, erneut mit uns darüber zu sprechen. Die Quelle beschrieb die Atmosphäre als toxisch und sagte, dass es unmöglich wäre, seinen Job zu machen, wenn man sich negativ zu Meyer äußern würde. Ackermann redet die Sache herunter. Was für ein Teamchef wäre ich, wenn ich Leute von ihrer Arbeit abhalten würde, sagt er. Das ganze Team hat meine volle Unterstützung, die FahrerInnen, die IngenieurInnen, die MechanikerInnen, alle. Aber trotz seiner Beteuerung glauben die Leute diese Geschichte gerne, weil sie für sie wahr klingt. Denn Connor Sport hat in dieser Saison mit der Einigkeit zu kämpfen. Ich spreche ihn darauf an. Wir hatten unsere Probleme, gibt er zu. Chaos bei Connor Sport. Anonyme Quelle meldet sich erneut zu Wort. Unsere anonyme Connor Sport Quelle ist bereit, noch einmal mit uns zu reden. Wie ist die Atmosphäre bei Connor Sport im Moment? Was gibt es Neues? Ich wollte es unbedingt herausfinden. Es herrscht das totale Chaos, so die Quelle. Aiden hält sich für zu gut für das Team und das schon seit einiger Zeit. Devins Rückkehr hat für Aufsehen gesorgt. Kelly ist nicht begeistert, Aiden auch nicht. Der Einzige, der ihn mag, ist Davidov. Aber wenn niemand Devins Anwesenheit begrüßt, wessen Idee war es? Davidovs Idee, erzählt die Quelle. Alle haben Angst vor ihm. Wenn sie nicht tun, was er will, beendet er die Finanzierung. So einfach ist das. Das klingt nicht nach einer gesunden Beziehung. Massa, Senna und ein gewisser Sir Hamilton. Brasilien und die F1 sind ein starkes Duo. Die Geschichte des brasilianischen Sports ist so umfangreich, dass es fast schon banal erscheint, darüber zu schreiben. Aber Brasilien zeigt uns immer wieder, warum es einer der schönsten Schauplätze im Formel-1-Kalender ist. Nach dem packenden Sieg von George Russell im letzten Jahr, bei dem Mercedes zum ersten Mal in dieser Saison Red Bull den Kampf ansagte, stellt sich die Frage, was Interlagos in diesem Jahr für uns bereithält. Schließlich gibt es in den Geschichtsbüchern mehrere Anwärter auf den begehrtesten Titel aller Zeiten. Wie wäre es mit 2008, als Sir Lewis Hamilton, inzwischen Ehrenbürger Brasiliens, seine erste Weltmeisterschaft spät erkämpfte und dem haushohen Favoriten Felipe Massa den Titelgewinn streitig machte? Oder wie wäre es mit dem Kampf zwischen Senna, Prost, Hill und Schumacher auf nasser Fahrbahn, nachdem ein Gewitter über der Strecke gewütet hatte und Senna vor seinen eigenen Fans den Sieg errang? Brasilien ist ein garantierter Kassenschlager. Dann haben wir Social Media. Connor Sport kann doch nicht wirklich Geldprobleme haben, oder? Sie hatten eine ziemlich gute Saison. Ja, aber zu welchen Kosten? Was ist der Preis dafür, auf diesem Niveau mithalten zu können? Was treibt Davidov für ein Spiel? Seine beiden Kinder waren in diesem Team und jetzt will er nichts mehr damit zu tun haben? Es gibt Gründe, warum reiche Menschen reich sind. Bei Connor Sport herrscht das Chaos. Aiden denkt, er sei zu gut für sie und niemand will Devin in der Nähe haben. Dieses Konto ist ein Segen. At Connor Source. Ah, okay. At Connor Source. Devins Rolle bei Connor Sport, Davidovs Idee. Sie tun, was er sagt, oder er zieht die Finanzierung zurück. Sie haben Angst vor ihm. Ah, okay, das ist das, worüber in dem Artikel dann geschrieben wurde. Diese anonyme Quelle. Was kannst du uns über Davidovs und Kellys Beziehung erzählen? Meyer will nie darüber reden. Ehrlich gesagt, es klingt, als wäre es im Moment echt blöd, bei Connor Sport zu arbeiten. Und wessen Schuld ist das? Mal ernst, das muss doch Ackermann verbockt haben, oder? Er kann nicht viel tun. Folge dem Geld, wenn du wissen willst, wer wirklich das Sagen hat. Und nenn mich nicht ernst. okay. Jeder muss das Spiel mit dem Geld spielen. Connor Sport ist da keine Ausnahme. Das gilt doch für so ziemlich jede beliebte Sportart, oder? Am Ende des Tages geht es immer um Geld, ganz gleich um welchen Sport es sich handelt. Rennen sind echt cool, aber ich bin hauptsächlich wegen der Memes hier. Kein überragendes Qualifying von Connor Sport in diesem Wochenende. Sie hoffen, dass sie beim Rennen mehr Glück haben werden. Das Qualifying von denen ist nie gut. Aber das nur nebenbei. Pole Position für Hamilton. Goat. Ziege. Die Ziege Hamilton. Wenn Connor Sport in der nächsten Saison nicht zurückkehrt, wäre es ein Trauerspiel, wenn Meyer kein Team findet. Sie hat so viel Potenzial. Ich stimme dir zu 100% zu, aber das passiert, wenn es nur um die 20 Plätze gibt. So viele talentierte FahrerInnen sind aufgrund von schlechtem Timing und Pech gescheitert.
Man muss sich nur einen anderen F2-Champion ansehen, De Vries. Bis zu dieser Saison sah es so aus, als würde er leer ausgehen. Und E-Mails von Evelyn Mayer, der Mutti. Kelly, immer noch so viel Gerede darüber, dass dein Vater die Finanzierung zurückzieht. Ich bin einfach so wütend über diese ganze Sache. Ignoriere das hier einfach. Ich rufe dich an. Und Kaspar Ackermann weiter so. Hey Team, ihr habt alle die Nachricht über die Zukunft von Connorsport gelesen. Ich weiß, dass es entmutigend sein kann, solche Geschichten zu lesen. Aber denkt daran, wir konzentrieren uns einfach weiter auf unsere Performance. Wir sind hier, um unsere Arbeit nach bestem Wissen und Gewissen zu erledigen. Darauf kommt es an. Was auch immer passiert, passiert. Viel Spaß in São Paulo. Kaspar. Que sera, sera, whatever will be, the future's not ours to see, que sera, so, naja, wie auch immer, dann gehen wir mal zum Rennen, würde ich sagen, auf jetzt. Klar, natürlich, ja. Warum tust du das? Er war im Fahrerlager. Das war in Sao Paulo. Und ich, ich habe ihn zur Rede gestellt. Ich wollte einfach wissen, warum? Einen Moment bitte. Ich rufe zurück. Kelly, also dann, können wir endlich mal sprechen. Warum tust du das? Tue ich was? Warum bist du so kalt und verbissen diesbezüglich? Damit sich die Investition lohnt, muss Connorsport Racing eben erfolgreich sein. So ist das Geschäft. Das ist nicht alles, oder? Bitte was? Warum bin ich dann im Team, wenn es nur ums Geschäft geht? Und warum Devon? Du kannst nicht die Familie da immer mit reinziehen und dann jedes Mal so tun, als sei alles nur geschäftlich. Das ist eine der bedeutendsten Investitionen, die ich je gemacht habe. Ich muss das Geschäftliche im Auge behalten, Kelly. Wer glaubst du denn, wird das erben, wenn ich nicht mehr bin? Na, Devon. Vermutlich. Ich habe jedenfalls kein Interesse daran. Das ist schon etwas komplexer, Kelly. Aber was gut für unser Geschäft ist, ist auch gut für die Familie. Und damit letztlich auch gut, vor allem für dich. Genau das hast du damals auch gesagt, als du nicht wolltest, dass ich Rennen fahre. Das habe ich mit 12 schon nicht geglaubt, so wie jetzt auch. Ich verstehe einfach nicht, was du dir dabei denkst. Du drohst damit, meine Formel-1-Karriere zu beenden und tust so, als wäre es das Beste für mich. Du hast doch nicht die leiseste Ahnung, wie viel Geld ich in das Team gesteckt habe. Ah ja, darum geht es dir. War ja klar. Dir geht's nur ums Geld. Ich erwarte nicht von dir, dass du das verstehst. Nein, Dad. Ich erwarte das nicht von dir. Wie kannst du nur so unrealistisch sein? Hör zu. Nicht jeder ist für die Formel 1 gemacht. Und das weißt du. Wir sollen also Platz 5 holen? 5. 5. Ich kann an der Stelle nur noch mal sagen, was heißt noch mal? Ich weiß nicht, ob ich es schon mal gesagt habe, aber ich finde die Story richtig gut. Ich glaube, ich habe das noch nicht gesagt, aber ich finde die richtig gut. Also besser auf jeden Fall als vom ersten Teil, wobei die da jetzt auch nicht unbedingt schlecht war. Aber die war oberflächlicher als jetzt, hatte ich den Eindruck. Finde ich gut. Ich frage mich übrigens, was mir auch noch gerade eingefallen ist. Wer hatte eigentlich der Öffentlichkeit gesteckt, dass Davidoff die Finanzierung zurückzuziehen droht? Das war doch wirklich nur ein kleiner Kreis, in dem man das gesagt hat, oder? Das war doch nur Andreo und Ackermann, oder? Also Kaspar, mit denen er das beredet hat, oder? Dachte ich zumindest. Naja, gut. Grand Prix von Brasilien während des Rennens. Ein spätes Safety Car hat Kelly Mayer die Möglichkeit gegeben, ihr Schicksal in Interlagos zu wenden. Und das dürfen wir jetzt tun. Und wir gehen ja jetzt rein und ich habe Moment. Safety Car in dieser Runde, ich wiederhole. Ja. Safety Car in dieser Runde, das ist unsere Chance. Okay. Muss meine Maus. Bloß ich finde meinen Mauszeiger nicht. Das ist schlecht. Das ist schlecht. Ich muss doch die Story umstellen. Jetzt sehe ich den Mauszeiger. So, und jetzt muss ich in
Spiel nochmal in die Pause gehen und beziehungsweise das nochmal neu starten, weil ich zu lange gebraucht habe. Aber ich habe es geschafft, die Anzeige im OBS umzustellen, damit man das so sieht, wie man es sehen soll. So, jetzt muss ich noch den Sitz zurücksetzen. Das ist halt immer so ein Krampf mit den VR, weil entweder man sieht die Menüsachen nicht so richtig, wenn ich mit der VR-Brillenansicht bin bei OBS, oder man sieht das Ingame-Spiel nicht so richtig oder nur verzerrt, wenn ich halt noch in der anderen Ansicht für die Menüs bin bei OBS. Da muss ich immer bei OBS das jedes Mal umstellen, das nervt. Naja, neu starten. Ja, möchte neu starten. So. Safety Car in dieser Runde, ich wiederhole, Safety Car in dieser Runde, das ist unsere Chance. Okay, bloß kein Druck. Schere, ne, sichere dir einen Platz in den Top 5. Okay. Von Platz 14 jetzt, oh Gott. Ist das jetzt noch? Okay, Abstand zum Teamkollegen, 1,6 Sekunden. So, Mann. Okay, alles klar. Bin dann auch mal gespannt, wie sich das fährt mit den geänderten Lenkrad-Einstellungen, die ich im Prinzip einfach nur von 22 übernommen habe. Kann natürlich gut sein, kann auch schlecht sein. Werden wir sehen. Überholtaste benutzen und etwas Energie aufbrauchen. Ja, geht ganz gut bisher. Leider noch kein DRS wegen Safety Car. Hallo, Aiden. Oh Gott, das war nicht so gut. Dadurch jemanden überholt? Ich weiß es gerade gar nicht, aber kann sein. So, wir sind auf Platz 8, das ist schon mal gut. Kollision? P6, okay, das ist gut. Räder blockiert. So, jetzt sind wir auf Platz 5. Okay, das ist Mindestziel. 13 von 18 Runden, glaube ich, ganz genau. Müssten es sein. Das DRS wurde aktiviert. DRS ist jetzt aktiviert. Dass wir zu weit weg sind für DRS. Und ich habe leider auch mein ganzes ERS verbraucht. Aber wir kommen trotzdem ran. Okay, das sind die einzigen Autos, die noch übrig bleiben vor uns. Das sieht gut aus.
Oh Gott. Der mich durch die Gegend geschoben hat gerade. Okay, wir haben es geschafft. Jetzt heißt es abhauen. Ohne DS. Okay, mir gefallen die Lenkrad eigentlich schon ganz gut, die ich angepasst habe. Ich gucke dann vielleicht irgendwann nochmal, ob es neue Empfehlungen für 2023, also für F1-23 gibt. Ich glaube, die Einstellung, die ich genommen habe, die kam von Codemasters Leuten selbst, meine ich zumindest. War das im Codemasters Forum für F1-22? Meine ich, hätte ich die gefunden. Da hätte, glaube ich, so irgendein Admin oder sowas hätte die da gepostet. Wenn ich mich recht erinnere. So, sieht ganz gut aus. Wir haben, glaube ich, eben schon die schnellste Runde gefahren. Kinderräder zu weit rausgekommen. Wieder zu weit rausgekommen. Aber momentan in der schnelleren Runde. Schlecht rausgekommen, da ich die ganze Runde verhauen. Ich habe jetzt noch kein ERS genommen. Ich fahre die Runde jetzt auch nochmal ohne und dann die letzte nochmal mit. Kann aber sein, dass es dann schon zu spät ist, dass dann die Reifen zu sehr abgebaut haben. Ist das Risiko dabei? Alter! Nicht neu geladen, weil so schlimm war es dann jetzt auch wieder nicht. Zumindest wird das auch keine beste Runde. Da gehe ich jetzt nochmal ein Risiko mit ein, weil jetzt habe ich... Oh, okay, jetzt muss ich zurück. Ich glaube, ich kriege keine bessere Runde mehr hin mit den Reifen. Muss ich hoffen, dass die anderen auch nichts Schnelleres mehr fahren. So, und jetzt zur letzten Runde nochmal mit ERS. Mal schauen, ob wir noch mal was Schnelles hinkriegen. Okay, letzte Runde. Bringen wir es zu Ende. Unser Abstand zum Teamkollegen beträgt 7,9 Sekunden. Kommen wir mit dem Benzin noch aus.
mal, was bedachter Einsatz von ERS bewirken kann. So. Aber zum Schluss nochmal ordentlich verloren, aber es lag vielleicht an fehlenden DRS. Aber das war gut. Ein fantastisches Rennen. Werden wir Connorsport in der nächsten Saison wiedersehen, Stefan? Einige gehen ja nicht wirklich davon aus. Damit hat Kelly ein Rennen gewonnen. Ich weiß nicht, ob wir es schon mal geschafft haben. Ich hoffe doch, Sascha. Das tue ich wirklich. Sie waren mutig. Sie sind Risiken eingegangen. Das war gut für den Sport. Ja, da hast du recht. Die Saison ist nicht mehr lang. Hoffentlich können sie die Form bis zum Ende halten. Wir werden es bald herausfinden. Das war ganz gut gelaufen. Hier kommen die drei Bestplatzierten, die sich zur Siegerehrung begeben. Was für ein fantastischer Tag für die Formel 1. Erster Platz, Kelly Mayer. Schön. Die wirkt in dieser Sequenz irgendwie anders als in den Videosequenzen, ne? Liegt vielleicht an den Grafikeinstellungen, die im VR-Modus bei mir ein bisschen niedriger sind. Das war heute eine starke Leistung, Kelly. Welche Rolle hat das gespielt? Ich konnte einen Vorteil daraus ziehen und es hat geklappt. Ohne es hätte es auch funktioniert. In jedem Rennen gibt es Chancen. Das Safety Car war nur eine davon. Ja, ich sag mal, dass ich konnte den Vorteil daraus ziehen. Ja, ich habe mir nach dem Safety Car wirklich Chancen ausgerechnet. Natürlich wird das Rennen dadurch stark beeinträchtigt, aber ich konnte einen Vorteil daraus ziehen. Ich habe die Chance ergriffen und es hat geklappt. Ihre erste Formel 1-Saison nähert sich dem Ende. Sie haben hart gearbeitet. Aber gibt es jemanden, der Sie besonders beeinflusst hat? Komm ich hier gegen das Mikrofon? Ja, tut mir leid. Warum muss ich gut sein, um Davidoff sagen zu können? Ihre erste Saison. Sie haben hart gealtet. Was soll es, wenn ich Davidoff sage? Beeinflusst? Ich würde sagen, mein Vater hat Einfluss. Nur nicht unbedingt auf die beste Art und Weise. Ich habe nichts dagegen, dass er das Team finanziert. Aber ich habe etwas dagegen, wenn er versucht, es zu leiten. Oha, das war heftig. Familie zusammenzuarbeiten. Das hätte ich eigentlich nicht so gesagt, aber gut. Wie war es eigentlich, mit der Familie zusammenzuarbeiten? So eine Herausforderung. Familie ist nie einfach. Das sind Leute, mit denen ich zusammenarbeite. Das ist rein beruflich. Ups. Es war in Ordnung. Wir wissen, wann wir auf Abstand gehen müssen. Es war in Ordnung. Wir verstehen uns nicht immer, aber wir kennen uns gut und wissen alle, wann wir auf Abstand gehen müssen. Oder vielleicht haben wir im Laufe der Saison gelernt, wann wir auf Abstand gehen sollten. Familie ist immer komplex. Aber ja. Es war okay. Es gibt Gerüchte, dass es Connorsport in der nächsten Saison nicht mehr geben wird. Können Sie das kommentieren? Möglicherweise hängt von den Ergebnissen der Saison ab. Das ist eine Frage für unsere Investoren. Kein Kommentar. Frage für unsere Investoren. Das klingt nach einer Frage für unsere Investoren. Wir alle würden uns sicher über ein öffentliches Statement zu diesem Thema freuen. Okay. Vielen Dank für Ihre Zeit. Diese Kommentare, ne? Das ist halt oft dieser Effekt in solchen Spielen. Man kriegt einen kleinen Vorgeschmack auf die Nachricht, die man sagt dann und es ist dann am Ende gefühlt was ganz anderes. Naja gut, Grand Prix von Abu Dhabi kommt als nächstes. Das heißt, das ist etwas für das nächste Kapitel. Würde ich dann mal sagen. Also sehen wir uns im nächsten Kapitel.